Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ihr seht dieses Video jetzt gerade, wenn ich im Urlaub bin. Ich habe ein paar Videos vorproduziert, ja, um euch einfach weiterhin trotzdem mit Content zu versorgen, während ich mir einfach mal eine Pause gönne und ja, ihr auch so ein bisschen Einblick in Videos bekommt oder beziehungsweise in Sachen bekommt, wo ich selber auch ja, mal deutlich Fehler gemacht habe, ordentlich was in den Sand gesetzt habe, denn ich werde euch heute meine vier schlechtesten Investments der letzten 3, 4 Jahre präsentieren und ich würde sagen, wir legen direkt los. Gut, gehen wir rüber in den Splitscreen. Nicht wundern, der Chart wird logischerweise oder ziemlich sicher deutlich anders aussehen. Wie gesagt, das Video ist etwas vorproduziert. Aber ihr sollt mit dem Video halt einfach sehen, dass auch ich logischerweise nicht immer alles richtig mache. Und auch ich selber, egal wie lange oder generell jeder, egal wie lange man am Markt ist, sich irgendwann trotzdem ja, mal verrennt in Emotionen wie Angst und Gier und deswegen nicht rechtzeitig verkauft und so weiter oder falsche Entscheidungen trifft. Das ist genauso dementsprechend bei mir passiert und das ja zumindest finanziell mit dem nahezu größten Schaden hat eigentlich das Projekt Steppen angerichtet. Ja, Steppen, ihr erinnert euch vielleicht noch, ziemlicher Hype 2022 und ja, ich bin auch dort eigentlich ziemlich gut eingestiegen. Anfangs war das ja, falls ihr euch noch so erinnert, so eine Exklusivität. Man kam nur mit einem Code rein, der anfangs erst noch schwer zu bekommen war im Discord. Es war immer sehr, sehr schnell weg und teilweise wurden diese Codes sogar auf Kleinanzeigen für 100 € und sowas verkauft. Und dementsprechend, ja, hatte ich es aber irgendwann geschafft und habe letztendlich, da erinnert ihr euch vielleicht an dieses Video, es war ein Selbstexperiment. Ich habe 5.000 € in dieses Projekt investiert, um dann einfach mal selber zu schauen, wie gut funktioniert das, Erfahrungen, Risiken und so weiter. Und ja, per se war das auch, wie gerade gesagt, kein schlechter Pick anfangs mit den Schuhen, mit den NFTs. Ich habe die wirklich relativ schnell gelevelt und zwischenzeitlich ist mein Inventar sogar knapp 14.500 € wert gewesen. Also auch dort eine sehr, sehr gute Steigerung bekommen. Aber auch, ja, da war es dann, wo ich mich nach Ewigkeiten, nach über 3 Jahren eigentlich mal wieder erwischt habe, wo ich wirklich auch der Gier verfallen bin und keine bis sehr, sehr wenig Profite gezogen habe. Ja, dementsprechend teilweise, es war wirklich so, wo der GST-Preis letztendlich oben bei teilweise zwischen 2 bis 9 Dollar sogar gewesen ist, dass ich wirklich einfach nur mit einer Dreiviertelstunde joggen oder spazieren gehen wirklich 400 bis 500 Dollar am Tag verdient habe. Und ich habe sie nicht ausgezahlt, sondern habe damit immer wieder diese dämlichen Schuhe gelevelt, wie irgendwie alle anderen auch, weil man sich gedacht hat, ey, wenn die jetzt auch noch ein höheres Level haben, dann verdiene ich ja die nächsten 3 Tage sogar 600 am Tag und dann 700 am Tag. Und das hat anfangs auch sehr gut funktioniert. Während ich anfangs bei 100 am Tag war, war ich irgendwann mal 200, dann bei 400, dann bei 500. Und ja, dann wollte ich so langsam auszahlen und genau dann kam dieser Absturz hier. Und versteht mich da nicht falsch, mir war von vornherein klar, dass das nicht ewig halten kann. Das hatte ich auch so in dem Video gesagt, dass das logischerweise nicht ewig funktionieren kann. Mir war das aber relativ egal, weil selbst wenn das für mich das Projekt irgendwie jetzt um 90, selbst 95% oder sowas eingestürzt wäre, dann hätte ich für mich immer noch 20 € oder 20 Dollar am Tag verdient, was für mich 600 Dollar im Monat gewesen wären. Einfach nur mit ja, ein bisschen joggen gehen, ein bisschen Sport machen. Sprich, ich hätte immer noch ein ganz gutes Return on Investment über die Monate hinweg bekommen. Und von daher habe ich mir gesagt, ja gut, soll der doch 90% einstürzen, juckt mich nicht, wird immer noch gut. Ja, dass es dann aber 99,5% werden, damit habe ich dann leider doch nicht gerechnet, vor allem, dass es dann wirklich so rapide abgeht und ja, es war dementsprechend einfach sehr, sehr dämlich. Ich habe das Glück gehabt, dass ich das bisschen, was ich immer noch rausgezogen habe, dann zumindest in Solana gesteckt habe und währenddessen war ja auch Solana relativ weit unten irgendwo zwischen 8 und 15 Dollar, sprich, ja, ich habe mir da zumindest ein bisschen noch was zusammengespart, teils auch in USDC und dadurch, dass der Solana-Kurs dann wieder weiter nach oben gegangen ist, habe ich noch ein bisschen zurückbekommen. Aber ich habe das mal ausgerechnet, klar habe ich jetzt reell von meinem eigenen Geld nur 5.000 reingesteckt und insgesamt habe ich noch knapp 1.700 € durch das immer mal wieder Auszahlen und die jetzigen Solana-Token retten können. Von daher, das war jetzt kein Totalverlust oder sowas. Wenn ich aber, und das hatte ich spaßeshalber mal durchgeführt, das so zurückgerechnet habe, dass ich ja natürlich rein theoretisch da jeden Tag 200 bis 400 Dollar verdient habe und die ja immer wieder reinvestiert in dieses Projekt habe, ja, sind das einfach fast 50.000 oder sowas rein theoretisch gewesen oder 40, 50.000 oder so, die ich halt nicht ausgezahlt habe und so gesehen sehr, sehr groß entgangener Gewinn und im Endeffekt, ja, habe ich 1.700 noch rausbekommen
und ja, 3.300 damit von meinem eigenen Geld in Sand gesetzt insgesamt, aber ja, schon eine mittlere fünfstellige Summe, die ich einfach nicht ausgezahlt habe oder obwohl ich es problemlos hätte machen können. Das war, wie gesagt, dann einfach so ein Projekt, wo mich dann wirklich wieder die Gier gepackt hatte und ja, der Rest ist leider Geschichte davon. So sah das aus, sehr, sehr ärgerlich, aber ich denke, da haben sich einige sich mit verbrannt. Den einzigen Vorteil, den es gehabt hat, war, dass ich wirklich wieder sehr, sehr viel Ausdauersport gemacht habe. Also auch wenn ihr einfach mal hier schaut, das Video von meinem Gesicht her, da habe ich locker 6, 7, 8 Kilo mehr drauf gehabt als jetzt. Sprich, das ist der andere Vorteil daraus. Das kann man sicherlich auch irgendwie günstiger hinbekommen, aber im Endeffekt, ja, hat auch dieses Projekt dazu motiviert, wieder deutlich, deutlich mehr Sport zu treiben, was im Nachgang auch ja, sehr, sehr gut gesundheitlich zumindest für mich gewesen ist. Von daher, es ist zu verkraften, aber es war schon, ja, finanziell ziemlich, ziemlich hardcore. Was einem da vor allem entgangen ist, ja, oder was man hätte realisieren können. Man hätte jeden Tag einfach 400, 500 Euro realisieren können und hätte nach einer Woche oder ja, zwei Wochen spätestens eigentlich schon mindestens mal Break-Even sein können und das gesamte Inventar, die Schuhe, die NFTs hatten ja auch erst Wertsteigerung, wie gesagt, mit deutlichem Gewinn verkaufen können. Und dass das dann so krass und vor allem in dem Tempo einstürzt, damit habe ich dann leider doch nicht gerechnet und ja, es sah aus, wie es aussieht. Und dann ein Projekt darauf folgend, was mich auch bis heute mit am meisten eigentlich ärgert, wie das letztendlich verlaufen ist, ist letztendlich Leandro Lopez, die jetzt, wo ich eigentlich wirklich gedacht habe, okay, die haben sich das Beispiel an Steppen genommen und in die Richtung alles, was Steppen eigentlich so verkackt hat, haben sie dann ausgebessert. So haben sie es zumindest auch dargestellt. Und dass sie dann natürlich ein physisches Produkt haben, ja, selbst wenn, wie gesagt, das nicht so läuft oder selbst wenn auch das im Totalverlust endet, habe ich wenigstens einen Schuh noch irgendwie. Also ich habe was Physisches in der Hand, der kann man jetzt halten von was man will. Der eine sagt, das sieht katastrophal aus, der andere findet es stylisch oder ein bisschen abgespaced, aber trotzdem irgendwie cool. Wie gesagt, dann hätte man halt trotzdem irgendwie was dafür gehabt und egal, wie das dann verlaufen wäre. Und ja, ist aber im Nachgang auch vollkommen in die Hose gegangen, weil man es nicht anders sagen kann, das Team einfach kommunikativ und generell es komplett verkackt hat. Also Katastrophe dann im Nachgang. Es war, wie gesagt, eine sehr, sehr coole Idee, die ich auch sehr geil fand. Deswegen habe ich ja, klar, das war ist auch ein Placement gewesen, aber ich nehme auf dem Channel hier auch nichts an, wo ich nicht selber von überzeugt bin, beziehungsweise wo ich selber dann auch massivst mit rein investiere. So, sprich, ich habe trotzdem dort selber auch noch gut Geld versenkt. Sprich, anfangs habe ich noch ein bisschen was retten können aus dem ICO. Das, was nicht im Vesting war, was ich bekommen habe, habe ich auch, um Profite zu ziehen, verkauft. Sprich, da habe ich noch ein bisschen was rausgekommen, aber wir sehen es ja hier, der Rest, der dann nachträglich auch ausgeschüttet wurde, ja, ist leider dann auch im Totalverlust geendet. Und auch hier, ja, selbes Prozedure bei Steppen, brauchen wir nicht lange drum rumreden. Das Ding ist durch, das kommt auch nicht großartig irgendwie wieder zurück. Beziehungsweise bei Steppen haben sie ja mittlerweile dann komplett aufgegeben oder einfach was komplett Neues davon gemacht und alle anderen irgendwie völlig links liegen lassen und die machen einfach jetzt den gleichen Scheiß gefühlt nochmal. Also wie auch immer die das ja mit Step and Go dann letztendlich durchgekriegt haben. Aber gut, ich muss auch da gestehen, im Nachgang habe ich mich jetzt da nicht mehr so ultimativ mit beschäftigt. Vielleicht weiß ja in den Kommentaren ja einer mehr. Generell könnt ihr mir übrigens natürlich auch eure schlechtesten Investments einfach mal in die Kommentare schreiben. Wir können das Ganze natürlich auch nochmal in einer anderen Folge mit den besten Investments machen, die wir getroffen haben, wie zum Beispiel Tao, Rio etc., die ja sehr gut funktioniert haben. Und genau. Ja, schreibt mir das einfach mal gerne in die Kommentare und dann würde ich sagen, machen wir hier auch weiter. Also mit Steppen so ziemlich das meiste Geld verbrannt und auch Leandro Lopez dann im Nachgang absolute Ritze, was leider sehr, sehr schief ging. Und dann kommen wir zu einem weiteren Projekt, was sogar dann in dem Fall aus dem Aktienbereich stammt, nämlich Plug Power ist es letztendlich gewesen. Beziehungsweise, ja, habe ich mich 2021 auch relativ stark mit Wasserstoff beschäftigt und ja, dann aber auch in der bitteren Realität feststellen müssen, so von wegen Zukunftstechnologie, es war mehr Hype als alles anderes, von wegen, ja, Wasserstoff ist die neue Lösung, wird Elektro ablösen und bli und bla und blub. Und da ist dann auch so einiges schiefgegangen. Ich hatte da zwar da auch einen guten Pick, nämlich Linde beispielsweise. Linde zum Beispiel hat sich deutlich, deutlich besser entwickelt, ist zwar auch nicht rein auf ausschließlich Wasserstoff fokussiert, aber ja, das hat sich deutlich besser entwickelt und dementsprechend, da habe ich sogar noch eine Aktie von tatsächlich im Portfolio, die jetzt gerade sehr, sehr gut steht. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Plug Power hingegen, ja, habe ich ordentlich was mit in den Sand gesetzt. Sprich, ich hatte das erste Mal auch einen recht guten Pick gehabt. Ich habe bei knapp 8 Euro gekauft gehabt, als hier so dieser kleine Dip war. Ja,
bei knapp 8 Euro gekauft gehabt und sogar dann einen Sparplan bei Trade Republic eingerichtet gehabt, den ich Gott sei Dank noch rechtzeitig gestoppt hat. Aber so kam es halt auch dafür, dass ich unter anderem dann auch bei 20 oder 18 Euro irgendwas eingekauft hatte. Ab da hatte ich ihn dann gestoppt, weil es mir zu viel wurde. Aber dadurch hatte ich halt auch dann einen höheren Durchschnittspreis, ja, bei letztendlich irgendwas mit knapp 12 Euro. Und da ist so das Ding, da hat mich gar nicht unbedingt die Gier gepackt, aber genau das, was ich häufiger immer erzähle, dass wenn ihr einfach zu kleine Summen in Projekten habt, selbst wenn ihr richtig dick Rendite macht, ihr zahlt nicht aus, weil der Wert einfach zu gering ist. Ja? Also auf Plug Power bezogen, das war halt ein 50 Euro Sparplan, so dann in dem Sinne, sprich ich hatte dann irgendwann 300-400 Euro investiert, woraus ganz knapp über 1000 geworden sind. So, und ja, dann habe ich halt keine Profite gezogen, obwohl es grundsätzlich ja eine mega für eine Aktie in dem Fall eine richtig krasse, starke Performance gewesen ist. So, und ja, jetzt stehen wir da, wo wir stehen, weil ich keine Profite gezogen habe und ich habe gerade einen aktuellen Verlust von 85%. Und das lag halt wirklich daran, dass persönlich ja für mich zu wenig Geld drin war, weil aus 400 investierten Euros sind dann im Endeffekt knapp über 1000 geworden, was prozentual natürlich sehr, sehr gut ist, gerade im Aktienbereich. Aber per se habe ich mir da auch gesagt, ja, wow, kann ich mir jetzt auch noch nichts von kaufen. Ich lasse einfach mal laufen und schauen, wie viel daraus noch wird. Und dann realisiert man diesen Profit nicht. Umgekehrt hätte ich jetzt 5.000 da reingeschmissen und ich würde dann irgendwo auf 12.000, 13.000 hocken oder so, dann hätte ich zu 100% verkauft. Ja, einfach weil prozentual, auch wenn es prozentual das gleiche ist, aber der entsprechende Dollar-Euro-Gewinn deutlich, deutlich größer geworden wäre und dann weiß man das leichter zu schätzen. Und genau das ist der Punkt, warum ich euch auch immer sage, ja, schaut nicht, dass ihr 50 Projekte ins Portfolio holt und in jeden 50 bis 100 Euro reinschmeißt, weil selbst wenn ihr dann 5x oder ein 10x gemacht habt, ihr werdet diesen Profit nicht zu schätzen wissen, weil ihr sagt, ja mein Gott, aus 100 Euro sind jetzt 800 geworden, da kann ich mir auch noch kein neues Auto verkaufen, bringt nichts. So, ja, wenn ihr aber 5.000 reingeschmissen habt und daraus werden 40.000, selbstverständlich verkauft ihr dann. So, na, deswegen ist es halt immer eine ganz andere Geschichte, klar, logischerweise auch immer nur jeder so, wie er kann, aber das passiert dann halt einfach oder ist auch mir dann passiert, wenn ich einfach so einen kleinen Sparplan nur eingerichtet habe und obwohl ich eigentlich einen sehr, sehr guten Gewinn gemacht habe, dass ich ihn dann nicht realisiert habe. Gut, ja, aber mal schauen, vielleicht kommt ja irgendwann noch der Bounceback, also da habe ich in dem Fall noch nicht im Verlust verkauft. GMT, also Steppen, GMT, GST, Leandro Lopez etc., das habe ich alles vollständig aussortiert, längst aus meinem Portfolio, damit ein Verlust geltend gemacht, einen Gewinn geschmälert, was schon mal ganz gut ist, aber was heißt ganz gut ist, das Bestmögliche in dem Verhältnis noch gewesen ist. Ja, das habe ich jetzt bei Plug Power noch nicht gemacht. Wer weiß, vielleicht kommt das ja in irgendeiner Art und Weise nochmal zurück. Also das ist aktuell noch ein Rohrkrepierer in meinem Aktienportfolio. Aber da waren ja, wie gesagt, der ein oder andere Pick hingegen auch relativ gut und profitabel. Beziehungsweise allein die Nvidia-Performance, die ich natürlich hingelegt habe, die hat sowieso das ganze Aktienportfolio beflügelt. Sprich, dass man da auch mal den ein oder anderen in Sand setzt, das passiert. Gut, kommen wir zum letzten und das ist jetzt gerade Serenity Shield, ja, den ich noch im Portfolio habe. Klar, habe ich auch schon mal anderweitig Verluste gemacht oder ich habe auch andere Projekte im Portfolio, die im Verlust stehen aktuell. Aber es ging jetzt hier um die vier schlechtesten Investments so in dem Sinne. Und das ist tatsächlich jetzt aktuell auch Serenity Shield. Ja, was ich eigentlich ziemlich cool fand vom Projekt und ich da mir selber so ein bisschen die Filecoin-Alternative im Low-Cap-Bereich rausgedacht habe oder darauf spekuliert habe bezüglich der Strongbox-Technologie, dass das da ordentlich was wird. Und was mich dazu auch überzeugt hatte, hier habe ich ja noch abgewartet, dieser Exploit, den wir gehabt haben, den hat das Team halt vollständig aus eigener Tasche dementsprechend recovered. Und das war für mich eigentlich auch ein Zeichen, okay, ja, wenn die hätten scammen wollen oder so, dann hätten die sich da jetzt an der Stelle einfach verpisst oder so. Aber das haben die halt in Kauf genommen und selber recovered. Ja, dann sind wir hier in den Bereichen irgendwo eingestiegen, haben erst auch noch einen ganz guten Profit gemacht. Hier jetzt auch nochmal gepumpt. Da hatte ich ja selber auch nochmal gekauft bei 28 Cent. Und dann sind wir nochmal fast auf 60, knapp über 50 auf jeden Fall hier in der Spitze hoch. Na, komm, egal, kommt der jetzt gerade nicht mehr hin mit dem Punkt. Aber ja, jetzt stehen wir gerade aktuell da. Ich kaufe bei diesen Preisen auch nicht nach. Ich betreibe bei Low Caps kein DCA. Und ja, ist aktuell insgesamt etwas über knapp 70% im Minus das Investment. Ja. Sieht gerade natürlich scheiße aus, tut mir logischerweise auch leid für alle, aber das ist auch kein Placement oder sowas gewesen in dem Sinne. Ja, aber es kommt auch vor, dass auch ich, genauso wie mit Pyrin oder so, mal
ein Investment in Sand setze. Pyrin ist deswegen hier auch nicht drin, weil das prozentual weniger war, weil ich da noch einen relativ guten Durchschnittspreis gehabt habe, als jetzt beispielsweise Serenity Shield oder Plug Power oder die anderen hier in dem Sinne. Aber ja, wir haben natürlich auch sehr, sehr gute Picks gehabt, wie Tao, Rio, FatJI, Render, Akash und so weiter, dass auch ich mal hier in die Scheiße greife und einen schlechten Pick habe. Das kommt leider dann auch vor und dementsprechend aktuell gute 71% müssten es gerade ungefähr sein im Minus. Ich hoffe, dass er dann natürlich nochmal irgendwie in irgendeiner Art und Weise zurückkommt. Aber ja, es sieht gerade absolut nicht gut aus. Und wie gesagt, ich betreibe auch kein DCA bei Low-Cap-Projekten. Entweder der knallt halt nochmal oder dann eben nicht. Ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare. Was ihr vor allem zu dem Projekt jetzt noch sagt, kommt da noch was? Und vor allem, dass ihr dann auch vielleicht mal euer eigenes schlechtestes Investment mit in die Kommentare schreibt. Das waren jedenfalls meine vier katastrophalsten Investments der letzten 2-3 Jahre so. Und dementsprechend soll es das auch für heute gewesen sein. Wir werden auch nochmal ein Video machen, was die besten Investments so gewesen sind. Und dann würde ich mal sagen, lasst da gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.